willkommen in meiner Küche. Ich mache heute einen deftigen Chinakohl-Eintopf im First Multikocher. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich hatte nur noch einen halben Chinakohl übrig und wollte aber keinen Salat daraus machen. Also habe ich mal geschaut, was es alles so für unterschiedliche Kochrezepte mit Chinakohl gibt. Und habe dann natürlich noch schauen müssen, was ich so zu Hause habe. Und so ist dieser deftige Chinakohl-Eintopf entstanden. Ich benutze heute dänisches Rauchsalz. Das müsst ihr nicht unbedingt nehmen, das ist optional. Aber das verleiht dem Eintopf so diesen richtig toll deftigen, rauchigen Geschmack. Und bei dem Rauchsalz gibt es da wirklich Unterschiede. Also dieses kleine Döschen hier, das hat 5 Euro gekostet, aber da braucht man wirklich nur wenig von und das riecht verdammt intensiv. Alle Zutaten findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt euch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Zuerst mal die Karotten und Kartoffeln schälen. Die Kartoffeln schneide ich dann in so 2 cm große Würfel und die Karotten in 5 mm dicke Scheiben. Falls eure Karotten dicker sind, dann halbiert sie einfach, bevor ihr sie in Scheiben schneidet. Die Zwiebel und den Räuchertofu schneide ich in kleine Würfelchen. Ich habe hier einen ziemlich festen Räuchertofu, das heißt, der lässt sich wirklich gut schneiden. Es gibt aber auch welche, die sind wesentlich krümeliger. Dann würde ich das Ganze mit der Gabel zerdrücken und dann so mit anbraten. Das müsste genauso gehen. Den Chinakohl habe ich in 1 cm Streifen geschnitten, auch den festen unteren Teil. Nur den kleinen Strunk habe ich dann auf den Kompost getan. Die Zwiebel brate ich so 2-3 Minuten in Öl glasig an. Gebe dann den Räuchertofu dazu und lasse das Ganze dann nochmal so 2 Minuten braten, bevor dann das ganze andere Gemüse dazu kommt. Dann fehlt nur noch die Gemüsebrühe, alles kräftig umrühren, Deckel drauf, schauen, ob das Ventil geschlossen ist und 8 Minuten am Multikocher einstellen. Und wenn diese dann abgelaufen sind, den Topf noch 5 Minuten geschlossen lassen und dann erst den Druck ablassen. Nun kommt die Kochsahne dazu und dann muss nur noch mit Pfeffer und etwas Rauchsalz abgeschmeckt werden. Aber seid vorsichtig, das Rauchsalz ist verdammt intensiv und der deftige Eintopf kann genossen werden. Wir haben es uns schon schmecken lassen und wir fanden es absolut lecker. Und es ist halt auch eine tolle Resteverwertung. Das heißt, den Kartoffel- und Karottenanteil kann man ja durchaus variieren oder man kann Pastinake mit dazugeben oder Sellerie, je nachdem, was euch schmeckt. Ihr könnt aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Hunger und bis zum nächsten Mal.